Naja, wir schauen auf die Aufstellung mal von Rapid. Die Startformation ist um einiges jünger geworden als jene vor einer Woche in Grödig. Den Thanos Petzus, der ist nach Sperre wieder zurück, ist ein Jahr jünger als Demi Ahler, den er ersetzt. Und Louis Schaub wiederum, der Schobesberger ersetzt, ist wiederum ein Jahr jünger als der. Schrammel und Stankl bleiben auf den Außenverteidigerpositionen. Mario Pavelic hat augenblicklich keine sehr guten Karten bei Zoran Barisic. Jan Novota hatte heute schon was zu feiern. Der ist heute 31 Jahre alt geworden. Und Robert Beric wird sein 50. Bundesligaspiel machen. Irgendwelche Überraschungen für Sie in der Formation? Ja, ich hätte eigentlich mit Pavelic als rechter Verteidiger gerechnet und dadurch wäre natürlich Schrammel für die linke Seite frei geworden. Aber es spielt wieder Stange auf der linken und Schrammel auf der rechten Seite. Werden wir schauen, wie es funktioniert. Ja, schauen wir mal auf den Schiedsrichter. Das ist Dominik Oschan aus Vorarlberg, unterstützt von Michael Baumann und Stefan Gamper. Und ich kann alle Rapid-Fans beruhigen, es geht eben nicht gegen Real Madrid heute, es geht gegen den SC Wiener Neustadt. Und Henke Kolbitzons erste Startformation ist identisch mit jener, die das Interimsduo Kreisel-Ilzer vor einer Woche gegen den WRC aufs Feld geschickt hat. Genau dieselbe Elf auch heute mit dabei. Also Stefan Meierhofer gegen Rapid, aber der hat eben auch 10 Mitspieler und spielt bei Weitem nicht alleine. Herbert Rauter im Übrigen der einzige Wiener Neustädter, der zum 17. Mal in Runde 17 in der Anfangsformation steht. Helge Kolbitzon, für den schließt sich ein Kreis. Sein letztes Bundesligaspiel als Spieler hat er auswärts gegen Rapid bestritten vor 10,5 Jahren mit dem FC Kärnten. Sein erstes Spiel als Bundesliga-Trainer ist ein Auswärtsspiel gegen Rapid. Die Grün-Weißen in der ersten Hälfte von links nach rechts. Und Wiener Neustadt, das ist jetzt schon in dieser Einstellung, Sie werden es gleich sehen, zu sehen, steht wieder etwas tiefer. Sowohl was die Vierer-Abwehrkette betrifft, als auch die Viererkette davor. Das war auch irgendwie ein Mittel zum Erfolg gegen Küpper aus Wolfsberg vor einer Woche. Ja, und ist ja durchaus legitim, wenn du am Tabellenende bist und aus einer gesicherten Abwehr die Konter spielen willst, jetzt mit Stefan Meierhofer vorne natürlich eine weitere Option hast, den du hoch anspielen kannst, der die Bälle abtropfen lässt für die offensiven Mittelfeldspieler, dann ist das aus meiner Sicht auch nur vernünftig, wenn man das so spielt. Heimo Pfeifenberger hat es ja kurzfristig probiert mit dem Offensivpressing und mit höher verteidigen und das hat nicht funktioniert. Er ist ja dann selbst noch zum konservativen System irgendwie zurückgegangen. Rapid kommt mit Florian Kainz. Zurück auf Steffen Hofmann. Auch ganz interessant, Rapid-Kapitän erst mit einer einzigen Torvorlage in dieser Saison, etwas Unübliches. Aber die ist ihm immerhin gegen den heutigen Gegner beim 5:1 Auswärtssieg gelungen. Schrammel, der Linksfuß, der aber auch mit rechts schießen kann. Das hat er bei seinem einzigen Saisontor bewiesen. Lukas Denner war da sein Gegenspieler, einer, der ja aus dem Rapid-Nachwuchs stammt. Dann an Wiener Neustadt verliehen und letztlich fix abgegeben wurde. Matthias Sereinig, der war im Sommer fast schon weg. Mittlerweile ist er der erfolgreichste Zweikämpfer bei den Blau-Weißen aus Wiener Neustadt. Stefan Schwab, Wunder geheilt, viel früher zurück, als bei Rapid alle befürchtet haben. Ja, schon in Grödig im Einsatz und dort einer der wenigen, die halbwegs Normalform gehabt haben. Der Neustadt lässt da Rapid gewähren in der eigenen Hälfte, lässt die Heimmannschaft hier den Ball hin und her schieben. Schwab dann mit der Eröffnung, gedacht für Schrammel, den auch ohne Risiko. Ab.
Also Wiener Neustadt schaut sich einmal an, was Rapid anzubieten hat. Steht tief, hat die Abstände sehr eng zwischen den Formationen. Und jetzt wieder drei Spieler nah dran am Ballführenden auch innerhalb des eigenen Strafraums. Rapids Ersatztorhüter ist heute Tobias Knoflach, weil Maric krank geworden ist. Deni Aller, also auch auf der Bank, der hat in den beiden vergangenen Spielen jeweils getroffen, sowohl im Derby als auch in Grödig. Das war ein Todespass von Dennis Mim. Und das hätte eigentlich das 1-0 für Rapid sein müssen, aber es war eben Louis Schaub, der da zu dieser unverhofften Chance gekommen ist. Warum Louis Schaub? Zwei Saisontore, beide bei diesem 5-1 in Wiener Neustadt. Das ist auch schon ein paar Stunden her. Die 111. Ecke, schöne Zahl für Rapid in dieser Saison. So viele hat kein anderes Team. Schwierig zu nehmen natürlich für Schwab, dieser Kopfball. Schon in Superman-Pose. Ich glaube, dass es wichtig wäre für Wiener Neustadt, so die ersten 20, 25 Minuten ohne Gegentreffer zu überstehen. Normalerweise beginnt Rapid sehr druckvoll und dann beruhigt sich das aber des Öfteren. Also dann hat man in dieser Saison gesehen, dass sich dann die Gegner besser darauf einstellen und auch aktiver ins Spiel eingegriffen haben. Wiener Neustadt hält auf jeden Fall jetzt schon länger das 0-0 als im ersten Saisonduell. Da hat Robert Beret schon in Minute 3 getroffen. Dieser furchtbare Pass hier von Mim, was hatte er da eigentlich vor? Bessert dann aber seinen Fehler vorbildlich als Kapitän der Mannschaft noch aus. Hätte der Schaub vielleicht gleich abziehen sollen? Ja, ich glaube, er war selber überrascht, dass Mim diesen ganz schlechten Pass spielt. Und allzu viele von diesen Fehlern sollten sie nicht machen. Der erste lange Ball gedacht für den Langen, für Stefan Meyerhofer. Natürlich jetzt auch eine Option da bei Wiener Neustadt, es eben mit langen Bällen auf einen sogenannten Target Man zu probieren. Das ging in der Anfangsphase der Saison manchmal mit Thomas Bichelmann. Das ging dann eine halbe Ewigkeit nicht mit den Kopfballungeheuern wie Rauter, Koch oder auch O'Brien. Schaub. Da gibt es nachträglich den Freistoß für Rapid. Das war das erste Vergehen, als Denner da schon gezogen hat. Dann eigentlich das Tackling in Ordnung, aber da hat Dominik Oscher einen Vorteil gelten lassen. Und dann richtigerweise, nachdem es kein Vorteil mehr war, auf Freistoß entschieden. Bei Wiener Neustadt heute wieder im Kader Christian Dobrasch, auch einer mit Rapid-Vergangenheit. Der hat den Sieg gegen den WRC wegen einer Muskelverletzung verpasst, ist halbwegs matchfit. Wenn Sie den Namen Marc Prettenthaler vermissen, soll solche Leute geben, dann kann ich Ihnen helfen. Der hat sich gestern im Training bei dem Sturz eine Rippe gebrochen. Gute Besserung an dieser Stelle. Christian Deutschmann in der Anfangsphase dieser Meisterschaft eigentlich gesetzt in der Innenverteidigung beim SC, spielt offenbar mittlerweile keine große Rolle mehr, heute nicht mal im Kader. Aber man sieht auch, Rapid attackiert nicht vorne, eher verhalten. Wiener Neustädter haben jetzt keine Probleme, dass sie da zumindest mal bis zur Mittellinie kommen und dann eben dieser weite Ball auf den Stefan Meyerhofer und der gut abgelegt. Legt eben gut ab auf Herbert Rauter. Und der ist für mich der beste Spieler der Neustädter in dieser Saison bis jetzt. Ja, und jetzt hätte er fast die Chance gehabt, auf diesen Doppelpass noch ranzukommen. Eingefädelt hat die ganze Geschichte Conor O'Brien mit
großer Aufmerksamkeit mit dem Ballgewinn für den SC. Der Amerikaner auf jeden Fall auch ein Gewinn für den, sagen wir mal, noch Tabellenletzten. Das war einer, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, dieser typischen Passbälle von Thanos Petzos, ohne jedes Tempo, unpräzise, hat der Schrammel ziemlich in die Bredouille gebracht. Sie sehen es, es regnet heftiger, es ist nasskalt, es ist nichts für Rheuma-Patienten, aber zum Fußballspielen reicht es allemal. Freistoß für den SC nach dem Foul an Daniel Schöpf. Helge Kolwitzon hat so charmant gesagt, das Wetter im Osten der Republik erinnert ihn an Sommer in seiner Heimat Island. Ich bin mir sicher, er weiß, wovon er spricht. Freistoß O'Brien. Freitag mit dem Kopf dran, auch irgendwie artistisch. Jetzt wieder so ein Ball für Meierhofer, der sich dann mit einem leichten Rempler einen Vorteil verschafft hat gegen Max Hofmann, aber das war schon legitim. Konter Beric im Versuch des Doppelpasses mit dem zweiten Ex-Sturm Graz-Kicker mit Florian Kainz. Jetzt mal eine gute Spielverlagerung, Schrammel nimmt der Schaub mit, er nimmt ihn mit. Der sucht natürlich wieder so Situationen, wenn er gedoppelt wird. Das macht zumindest einen Mitspieler freier und besser anspielbar. Hofmann auf Schrammel und dann die Feuerwehr, Dennis Mim. Wenn Rapid hier halbwegs gefährlich wird, dann meist, wenn es über den rechten Flügel geht, wenn es über Louis Schaub geht. Es gibt den zweiten Eckstoß für die Wiener. Der wird wie der erste von Steffen Hofmann ausgeführt. Und der war nicht gut. Rechts Hofmann, aber da ist jeglicher Passweg zugestellt. Da geht es halt wieder ganz hinten rum. Mario Sonnleitner mit Christopher Dibon hat er in der Saison schon so 40, 50 Mal Querpässe in der eigenen Hälfte gespielt. Mit Max Hofmann versucht das nicht so oft. Steffen Hofmann, der immer wieder weit zurückkommt, um sich da an der Mittellinie im Spielaufbau aktiv zu beteiligen. Wieder geht es über Schaub und wieder war Mim der Spielverderber. Zwei Gegenspieler bei Steffen Hofmann, einer zu viel. Dann kein Foul von Petzos. Hofmann hat den Ball zurück. Kein Abseits. Und Rapid führt in Minute 13 mit dem ersten ernstzunehmenden Abschluss mit 1:0. Florian Kainz macht sein drittes Saisontor. Das ist vielleicht die entscheidende Szene. Das war auch kein Foul von Petzos. Hofmann mit einem wunderbaren Ball in den Strafraum. Keins auf gleicher Höhe, kein Abseits. Sehr schönes Zuspiel vom Steffen.
sein zweiter Assistpunkt mittlerweile in dieser Saison. Und der Florian Kainz macht das sehr, sehr schön. Und mit der ersten gefährlichen Aktion geht Rapid in Führung. Das ist natürlich nach drei Niederlagen hintereinander, tut das auf alle Fälle gut und sollte sicherer machen. Sicher in diesem Fall Thomas Vollenhofer, nachdem Louis Schaub mal über die linke Seite gekommen ist und gleich nachlegen wollte. Also mit 25 Minuten hier das 0-0 halten ist schon mal nichts für den SC Wiener Neustadt. Wieder Kainz, Beric wäre im Abseits, daher konnte Kainz da nicht spielen. Hofmann gut gelöst, der Haken auch aller Ehrenwert. Der Schuss dann allerdings keine allzu große Prüfung für Thomas Vollenhofer. Also Louis Schaub, egal ob über rechts oder über links. Jetzt zweimal über links, zweimal mit Gelegenheiten hier für einen Doppelschlag von Rapid zu sorgen. Und für Rapid ist dieses erste Tor in einem Spiel so immens wichtig. 5 der 6 Saisonsiege sind nach einer 1:0 Führung gelungen. Es ist überhaupt erst das 7. Mal heute in Runde 17, dass Rapid das erste Tor in einem Spiel macht. Ja, die Neustädter Fans muss ich jetzt etwas besänftigen. Rückstand ist nicht gut. Alle 3 Saisonsiege hat der SC nach einer Führung eingefahren. Reagiert von Kainz, der schnelle Einwurf, bei dem gibt es natürlich kein Abseits. Beric war da in gute Position gelaufen. Interessant zu beobachten, was so ein Tor ausmachen kann. Rapid spielt jetzt plötzlich da wie am berühmten Schnürchen und Wiener Neustadt scheint mir doch etwas durcheinander. Ja, und speziell die drei offensiven Mittelfeldspieler von Rapid, Schaub, Kainz und Hoffmann, rogieren sehr viel, spielen gute Pässe und ja, wirken definitiv sehr sicher und spielfreudig. Ja, die Niederösterreicher schaffen es augenblicklich gar nicht, den Ball auf welche Art auch immer aus der eigenen Hälfte zu bringen. Gelöst von Schamel, Schaub, sehr schöner Haken. Schwab sieht, dass da keins aufzieht drüben, aber der Pass darüber war auch nicht einer der einfachsten. Ein taktisches Foul von Steffen Hofmann. Ja, da mussten jetzt beide lachen, weil das ist ihm einfach passiert und ist ihm auch ein bisschen unangenehm. Ja, war aber für Rapid, glaube ich, gar nicht mehr so unwichtig, weil wenn Rauter da mit dem Ball davonzieht, dann hat Wiener Neustadt eine richtig gute Kontergelegenheit. Ja. Stimmung im Stadion. Ich schätze mal so 12.000, 13.000 Zuschauer werden hier sein. Das ist für Rapid nicht allzu viel, aber viele Konkurrenten in der Liga würden sich über solche Zuschauerzahlen freuen, respektive über ein Stadion, wo überhaupt so viele Leute reinpassen. Gut
abgelöst von Pohlhammer. Den nächsten Eckstoß, den dritten für Rapid, den ersten von der linken Seite. Haben wir 18 Minuten absolviert. Rapid hat hier fast 70% Ballbesitz, gewinnt auch mehr Zweikämpfe. 4:0 die Torschussbilanz. Also diese Führung geht zum augenblicklichen Zeitpunkt absolut in Ordnung. Leitner, nennen wir es mal sehr robust gegen Vollenhofer, der nicht unbedingt zu den größten Torhütern zählt, aber eine immense Sprungkraft hat. Hat er da auch unter Beweis gestellt und wirkt auch körperlich gut beisammen, denn nach so einem Check den Ball noch festzuhalten, ist auch nicht eine der leichtesten Übungen. Ja, er ist ein guter Tormann und den brauchst du auch. Jede Mannschaft braucht einen, aber natürlich, wenn du im Abstiegskampf bist, dann tut dir so einer gut. Denn, er ist sicher, er ist ruhig, er ist nicht der Größte, aber er ist sehr, sehr stabiler Wert in der Mannschaft der Neustädter. Ja, der ist mehr als ein Teilzeitangestellter, auch wenn er zwei Spiele pausieren musste, in denen ihn Domenic Schierl, naja, vertreten hat. Vollenhofer ist auch überraschenderweise der Torhüter, der die meisten Schüsse abbekommt in der Liga. Ich glaube, einige Zweifler, nachdem vor etwas mehr als einem Jahr Jörg Siebenhandel da seinen Kredit beim Trainer Pfeifenberger verspielt hat und Vollenhofer zur Nummer 1 wurde, ob der dieser Rolle auch gerecht werden kann. Aber er hat diese Skeptiker, glaube ich, alle eines Besseren belehrt. Ja, also ich muss sagen, ich war auch überrascht, dass, dass der Jörg dann nicht mehr gebraucht wurde, aber Vollenhofer hat das tadellos gemacht, seit er die uneingeschränkte Nummer 1 ist. Jetzt helfen Sie mir kurz, wie heißt der neue Sportdirektor von St. Pölten? Ich glaube Frankie Schinkels, wenn ich mich nicht täusche. Genau, ja. Der Vielbeschäftigte, der hat auch mal anklingen lassen, er würde Vollenhofer ganz gerne nach St. Pölten zurückholen. Also Wiener Neustadt ist mir ein bisschen zu passiv und zu zaghaft in diesen ersten 20 Minuten. Sie machen leichte Fehler beim Rausspielen und Rapid muss im Moment eigentlich nur auf die Fehler warten und die kommen fast im Minutentakt. Also ich hätte mir schon gedacht, dass der Sieg gegen Wolfsberg ein bisschen mehr Selbstvertrauen gebracht hätte. Ja, das Foul, das zu diesem Freistoß geführt hat, war auch erst das dritte der Wiener Neustädter nach 21 Minuten. Zeigt auch, dass die Mannschaft wahrscheinlich auch aufgrund dieser Passivität eigentlich nicht wirklich in Zweikämpfe kommt. Ja, sie versuchen gut und sicher zu stehen und die Abstände zwischen den Formationen zu halten. Aber ja, das wird nicht genügen. Also sie müssen sich auf alle Fälle steigern, wenn sie da irgendwas mitnehmen wollen. Da wird schon wieder hektisch und leichte Panik und schon ist der Ball wieder perdu. Also es geht kaum mal über mehr als zwei Stationen. Es liegt natürlich auch an der Aggressivität von Rapid im Spiel ohne Ball, aber Neustadt ist offenbar so sehr mit sich selbst beschäftigt, um hier nur ja keinen weiteren Treffer zu kassieren, dass der Sinn des Fußballspiels, nämlich den Ball und des Gegners Tor zu befördern, hier völlig untergeht. Noch immer kein Schuss der Neustädter. Wie sollen sie auch, wenn sie nicht mal annähernd in die Nähe des gegnerischen Strafraums kommen?
Ja, dass Rapid mehr Ballbesitz hat, das war zu erwarten. Das ist auch das Spiel von Rapid. Und das Problem ist eher, dass sie in den wenigen Gelegenheiten, wo sie ihn erobert haben, überhaupt nicht zielgerichtet nach vorne gekommen sind und den Ball sehr rasch wieder verloren haben. Und dann ja, kommst du halt aus dem Hinterherlaufen, da kommst du kaum mehr nach. Dann. Also wenn man Stefan Mayhofer jetzt sich da anschaut, von uns her oben, aus unserer Position, da ist wahnsinnig viel unterwegs, aber... Ja, jetzt wäre mal in Position gewesen. Die Flanke von Denner war nicht gut. Die Aktion von Schwab war aber auch gar nicht gut. Ja. Und da ist er, der erste Schuss. Osman Ali in Minute 24 nach einem Lapsus von Schwab. Ja, und schon wird es gefährlich. Die erste Aktion, die sie ein bisschen zielgerichteter gespielt haben. Und ich glaube, Ali Osman war es dann, der dann die Chance hatte. Diesmal hat sich Jan Lovota nicht überraschen lassen von einem Schuss aus spitzem Winkel. Der ging auch aus kurze Eck, im Gegensatz zu jenem von Omer Damari im Derby. Die Ecke sehr kurz gespielt, gibt den zweiten wow. Versuch. Lukas Denner. Und nach dieser einen aufregenden Minute können wir fast schon von einer Drangperiode des Teams von Helge Kollwitz ansprechen. So, die nächste Aufgabe für Rapid ist das Auswärtsspiel gegen Wolfsberg. Morgen in einer Woche. Die Wolfsberger ihrerseits sind morgen in dieser Runde im Einsatz. Das Topspiel. Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten, natürlich bei Sky Sport Austria, und wenn Sie es gerne schärfer haben, auch auf Sky Sport HD, und zwar auf Kanal 2, live und in Farbe für Sie, liebe Zuschauer, zu sehen. Wir sind ab 16 Uhr auf Sendung. So, jetzt Spielunterbrechung, weil Dominik Oschan sich da noch mal erkundigt, ob es denn weitergeht bei Daniel Schöpf. Er bekommt da die Schulter von Louis Schaub ab, aber kein Vorwurf an Schaub. Das war ein normaler Luftzweikampf. Und ein Unfall. Schöpf scheint wieder halbwegs hergestellt zu sein. Stefan Mayhofer mit Fair Play. Ball zurück an die Spieler des Teams seines ehemaligen Arbeitgebers, der 31 Tore in 49 Bundesligaspielen. Damals für den SK Rapid gemeinsam mit Erwin Jimmy Hofer die Liga in Grund und Boden und Rapid zum Meistertitel geschossen. Ja, vor Bayern Osman, als ob der gar nicht da wäre. Den nächsten Gegenspieler Pollhammer wow. Ausgeschaltet. Steffen Hofmann mit der Birne. Sehr schöne Einzelaktion vom Stangl. Und ja, er ist ein Riesenspieler, der Steffen. Das Kopfballspiel ist auch nicht so schlecht, aber er hat... andere Qualität. Hätte er den versenkt, hätten wir beide uns ein T-Shirt anfertigen lassen mit Steffen Hofmann, Kopfballtor, wir waren dabei. So ungefähr, ja. Aber er hat ja schon eins erzielt, wenn ich mich recht erinnere, in der Bundesliga mit dem Kopf. Das ist doch gar nicht so lange her. Nein, ich glaube, er hat sicher schon mehrere erzielt, aber da war wirklich die Einzelaktion von Stangl jetzt sehr schön und den kann man natürlich auch verwerten. A-Note Stangl 6,0, B-Note Hofmann 4,8. So ungefähr. Man sieht, Steffen macht Spaß heute, er ist spielfreudig. Spiel von Rapid, wenn sie den Ball haben, ist recht flüssig. Nimm mal auf Mayhofer, der da völlig unbedrängt war, Rauter. Osman Ali hat auch Zeit zu flanken. Stangl kommt da sehr behäbig hinten nach.
dafür, dass er so viel Zeit und Platz gehabt hat, war die Flanke von Osman Ali gar nicht mal so gut. Noch dazu, wenn da ein 1,97 hoher Torhüter im Torraum steht. Gutes Zweikampfverhalten von Paul Hammer im Gegensatz zu der Aktion gegen Stangl vor kurzem. Jetzt geht's mal über ein paar Stationen. Jetzt läuft der Ball etwas besser bei Wiener Neustadt. Aber der erste Querpass in der gegnerischen Hälfte ist schon wieder beim Gegner. Jetzt gibt's nicht die erste gelbe Karte. Ich war fast überzeugt davon, dass Dominik Oschan hier zücken wird, aber lässt Mario Pohlhammer noch am sportlichen Leben. Übrigens auch eine ganz nette Statistik, Dominik Oschan pfeift zum vierten Mal ein Duell in der Bundesliga dieser beiden Clubs. In den vorangegangenen dreien hat er immer einen Spieler von Wiener Neustadt ausgeschlossen. Mhm. Ja, Meierhofer mal in der eigenen Hälfte, setzt sich da gegen Schaub durch, verteidigt den Ball auch gut, natürlich Meierhofer am Ball, einige unbelehrbare von Rapid pfeifen, aber das Pfeifkonzert ist gestoppt, Rapid in Ballbesitz und das geht jetzt sehr behäbig über Schrammel. Mittlerweile ist Wiener Neustadt defensiv wieder voll orientiert. Schaub, Slalomläufer, der Pass war gut, aber jetzt steht Beric im Abseits, so hat es auf jeden Fall Michael Baumann gesehen. Wir können das für Sie natürlich nachkontrollieren, Michael Baumann hat recht, aber dieses Defensivverhalten der Wiener Neustadt auch in dieser Situation nicht optimal, oder? Schaub kann da machen, was er will. Ja. Da sind mehrere Schnittstellen aufgegangen. Genau, also bei Schaub muss man halt versuchen, dass man ihn wirklich auch bei der Ballannahme schon stört, weil wenn er dann den Ball an seinem linken Fuß hat und auf dich zukommt, dann ist es schwierig, weil er natürlich ein großartiger Techniker ist. Und ist auch einer von denen, die eigentlich die höchste Geschwindigkeit bekommen, dann wenn sie den Ball am Fuß haben. Also ist jetzt so nicht der Sprinter, aber mit dem Ball am Fuß ist er ein sehr schneller Spieler. Hofmann mit einer Idee, mit der Verlagerung hier auf Schammel, da ist wieder Schaub, legt sich natürlich, wenn ich versuche zu sagen, den Ball auf den linken Fuß. Wieder Hofmann, ja, Freitag möchte gerne, kann aber nicht, Mim will auch und der schafft es dann, nämlich einen Foul zu begehen. Das war ein Robert Beric. Trifft er ihn am Standfuß, am linken Innen, am Sprunggelenk, also da gibt es keinerlei Diskussionen. Ja, und ist auch natürlich eine ärgerliche Geschichte für die Mannschaft, wenn man weiß, dass also nicht Hoffmann, Bezos ganz gute Freistöße schießen. Aber Rapid hat noch kein direktes Freistoßtor erzielt in dieser Spielzeit. Das mag so sein, trotzdem sind das gute Freistoßschützen. Und wenn der Gegner verkehrt zum Tor steht, ist das wieder ein weiteres Geschenk unter Rapid. Jetzt haben wir gesehen, warum Rapid noch kein direktes Freistoßtor in dieser Saison erzielt hat. Thanos Petzos kann besser. Hat er da offenbar die Hoffnung, dass irgendein Ziegel aus dieser Mauer rausfällt.
Der Ziegel wurde nur verschoben, aber nicht ganz entfernt und trägt den Namen Schaub. Da waren mehrere Mauerbrecher in Grün gehalten. Also auch das hat, obwohl nichts passiert ist, Wiener Neustadt nicht wirklich gut verteidigt, punkt der Mauergestaltung. Schmerzhaft war für Louis Schaub, dass auch ein Foul, das eher passiert ist, als dass es gewollt war. Jetzt haben wir heute schon den aktuellen Rapid-Sportdirektor gehört in unserer Vorberichterstattung. Wenn Sie seinen Vorgänger schätzen und hören wollen, bitte sehr, morgen in Talk und Tore, Kollege Schulte, dazu Sportskamerad Meierhofer und auch der Erfolgstrainer des FC Ingolstadt, Ralf Hasenhüttl, gibt uns und Ihnen die Ehre. Der Kollege Schulte hat ja dafür gesorgt, dass Sie ein paar Monate ein ganz angenehmes Leben hatten, ohne viel dazu beitragen zu müssen, oder? Das weiß ich jetzt nicht genau, wie Sie es meinen. Naja, Vertrag verlängert und dann doch vor die Tür gesetzt. Vertrag verlängert und dann vom Dienst freigestellt, ja. Schön formuliert. Aber ja. Die Planung war natürlich ein paar Monate vorher für beide Seiten eine ganz eine andere. Ja, ob Steffen Hofmann dieses Foul jetzt so geplant hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Auf jeden Fall ist er der Erste, der eine gelbe Karte von Dominik Oschan präsentiert bekommt. Sein zweites Foul, ja, kann man schon so sehen. Keine Chance mehr auf den Ball. Ich kann mich an etliche Spiele in der vergangenen Saison erinnern, als Hofmann einfach körperlich nicht auf 100% war, sehr oft zu spät gekommen ist in solchen Zweikämpfen und für seine Verhältnisse viele Fouls begangen und auch entsprechend gelbe Karten kassiert hat. Aber das war eben zum Großteil seiner mangelnden Fitness geschuldet, also da trotz Verletzung unbedingt spielen wollte oder musste. Also hat Oschan wieder zugewartet mit einem Pfiff, wollte Rapid einen Vorteil gewähren und Rapid beschwert sich jetzt, warum eigentlich Wiener Neustadt keine gelbe bekommt. Also von Meierhofer war das, ja, im Rücken des Gegners eingestiegen, aber mit den Gaggetto-Beinern eigentlich den Ball gespielt. Das war letztlich die Aktion, die Oschan dann mit dem Foulpfiff geahndet hat. Der Kauterbach schiebt Überstunden bei Helge Kolditzon. Christian Dinter, der vierte Offizielle, hat jetzt wohl auch die gelbe Karte von Steffen Hofmann mal notiert. Und der zwischenzeitliche Spielwitz-Elan des SK Rapid ist irgendwie abhanden gekommen in den vergangenen Minuten. Aber zumindest passiert im eigenen Strafraum nichts mehr. Da gab es wirklich nur diese eine heikle Situation, als Stefan Schwab den Ball ohne Not an Osman Ali verloren hat und der für den ersten und immer noch einzigen Schuss
der Niederösterreicher in dieser Partie gesorgt hat. Jetzt Hofmann von Freitag gerammt, aber wieder ahndet Dominik Ožan das vorangegangene Vergehen. Gütlich unseren Freitag hatte die Absicht, den Ball zu spielen. Da gibt es jetzt keinen Pfiff pro Rapid, damit vielleicht mal wieder Wiener Neustadt im gegnerischen Strafraum. Meierhofer als Flügel. Beflügelt von den Pfiffen der Rapid-Fans, das gefällt ihm. Laut eigener Aussage gibt er dann nicht 100, sondern 110%, wenn er geschimpft wird. Und geschimpft haben den schon viele in seiner Karriere. Ja. Solo für Poli, aber an der Strafraumgrenze steht das Schild Ende der Ausbaustrecke. Was macht Neustadt jetzt besser oder was macht Rapid nicht mehr so gut? Naja, Rapid hat zwar immer noch sicher mehr Ballbesitz, aber von den Torschancen her haben sie das Tor erzielt und dann vielleicht noch den Kopf von Steffen, was man als große Chance irgendwo notieren können. Na, der erste von Schaub war auch nicht von schlechten Großeltern. Ja, aber das war ja der Querpass von Mim, der ja eigentlich... Nein. Unmittelbar nach dem Tor. Ja, genau. Das waren die starke Minute, wo sie zweimal gut zum Abschluss gekommen sind. Ansonsten ist das Ganze überhaupt ein bisschen... Es wird ein bisschen härter, sage ich. Vielleicht gelingt es jetzt wieder Neustadt. Ich mache das ein oder andere Mal mit einem Foul ein bisschen. Rapid aus der Tritt zu bringen. Und jetzt vielleicht zur Torschance zu kommen für Stefan Meierhofer. Ui, wie war das mit den Gaggetto-Beinen? Hatte Jan Novota den Ball schon. Meierhofer streckt das Bein trotzdem aus und sieht als erster Wiener Neustädter gelb. Ist so ziemlich der einzige Gegenspieler in der Liga, dem er auf Augenhöhe begegnet, Jan Novota. Nur die Augen waren da bei beiden ziemlich weit unten. Aber nicht mehr notwendig. Das war sehr stark gemacht von Sonnleitner, der da den Körper dazwischen stellt. Und so verhindert, dass Meierhofer zu einem Abschluss kommt. Zweites Spiel für Stefan Meierhofer im Dress des SC Wiener Neustadt. Zweite gelbe Karte. Gegen den WRC hat er Jacobo von den Beinen geholt, auf ähnliche Art und Weise mit dem durchgestreckten Bein. Hat dann noch ein ziemlich rasches Foul begangen und dann hat das Trainerduo Ilzer Kreisel auch die Notbremse gezogen und Meierhofer nach gut einer Stunde rausgenommen. Es gibt Gelb für eine Schwalbe für Robert Beric. Also von hier her oben hat das wie ein Foul ausgesehen. Zuerst halten beide. Und dann fällt er halt leicht. Also er hat auf alle Fälle optimale Sicht gehabt. Der Schiedsrichter hat es ganz genau gesehen. Aber für uns war es jetzt auch eher überraschend von hier her oben, dass er Schwalbe gegeben hat. Ich denke, dass beide gehalten haben. Und jetzt spielen wir 11 gegen 10. Glatt rot für Daniel Schöpf. Peter Schüttl hat gesagt, es wird ruppiger, es wird härter. Die letzten Szenen ein Beleg dafür.
Und die Tradition von Dominik Oschan setzt sich fort. Auch im vierten Duell zwischen Rapid und Wiener Neustadt schickt er einen Wiener Neustädter vorzeitig in die Brause. Naja. Gute Sicht, ja, da stand einen Meter daneben, aber ist das glatt rot? Also für mich hat es jetzt nicht so schlimm ausgesehen, aber vielleicht sehen wir es dann noch einmal. Ich hatte den Eindruck, er hat zuvor von einem anderen Rapid-Spieler einen leichten Schubser bekommen. Gut, dann war der Ball für ihn zwar nicht mehr spielbar, aber es hat für mich nicht ausgesehen wie ein bewusster Tritt in den Fuß des Gegenspielers. Also an der Reaktion von Schöpf hat man gesehen, dass er da bekommt er den Schubser. Ja, also ich meine, der Schiedsrichter kann definitiv nicht besser stehen für die Situation. Er steht 3 Meter daneben, ist genau vor seinen Augen. Ja, wenn er es so interpretiert, dass er keine Chance auf den Ball hat und hintritt, so hat er es auch interpretiert, sonst hätte er ihm nicht rot gegeben. Für mich ist sie trotzdem hart. Ich denke auch, dass Gelb hier möglicherweise ausreichend gewesen wäre. Steffen Hofmann auf jeden Fall zurück im Spiel. Oh, 60 Sekunden Überzeit gönnt uns das Gespann der Offiziellen. Wiener Neustadt wird jetzt mal froh sein, wenn diese erste Hälfte vorbei ist. Man nur 0:1 hier zurückliegt, sich wieder sammeln kann und Ideen sammeln kann, wie man es denn in der zweiten Hälfte in Unterzahl anlegen wird. Und jetzt ist es soweit. Rapid führt hier zur Pause mit 1:0 durch den Treffer von Florian Kainz, den Steffen Hofmann wunderbar vorbereitet hat, damit seinen zweiten Saisonassist landet, wie den ersten gegen den SC Wiener Neustadt. Rapid hatte Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Louis Schaub und Steffen Hofmann will ich da mal hervorheben. Es ist nicht gelungen. Wiener Neustadt hatte eine einzige Chance. Der Schuss von Osman Ali aus Spitzenwinkel, den Jan Nobota mit den Füßen abwehren konnte, war auch der einzige Versuch der Gäste, des Gegners Tor zu treffen. Natürlich jetzt mit diesem Ausschluss kurz vor dem Pausenpfiff Wiener Neustadt in der zweiten Hälfte in Unterzahl, was die, wie sagt man so schön, Übung nicht gerade einfacher macht. Das ist nochmal das Tor. Ja, also der Pass toll, toll vom Steffen und der Florian Kainz macht das auch sehr, 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 sehr schlau und sehr, sehr überlegt. Und ja, das hat ihnen für kurze Zeit sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Und Rapid hat schon wieder in der ersten Hälfte ein Tor erzielt, wie in Grödig. Normalerweise schlagen die Grün-Weißen erst nach dem Seitenwechsel so richtig zu. Aber es war wieder ein Treffer innerhalb des Strafraums, wie alle bisherigen Rapid-Treffer. Die Statistik untermauert hier natürlich den Spielverlauf. Die letzten 3 Rapid-Schüsse sind allerdings dann nicht mehr aufs Tor gekommen. Klare Vorteile beim Ballbesitz und das ist eigentlich das Erschreckende für den SC Wiener Neustadt bei den Zweikämpfen.
Genau, also dass noch einmal das Rapid mehr Ballbesitz hat, das ist klar. Aber in den Zweikämpfen müssen sie präsenter sein. Aber so, dass sie natürlich nicht permanent gelb-rote Karten bekommen. Und über Standardsituationen müssen sie versuchen, zweite Hälfte vielleicht noch das Tor zu erzielen. Nehmen wir Kurs, Frage an Toni Pfeffer. Kurs auf 3 Favoritensiege, wenn denn Alltag Favorit gegen Krödig ist, das weiß ich nicht. Zu Hause könnte man das schon so formulieren. Was mich aber am meisten geprägt hat in der ersten Halbzeit dieser 3 Partien, war das Rotfoul von René Schicker. Also das war unentschuldbar in Wahrheit. Es müssen nicht immer die schönen Dinge sein, die jemanden prägen. Gehen wir aber zunächst einmal ins Happelstadion, schauen wir, was Rapid heute so macht oder bisher gemacht hat in den ersten 45 Minuten. Sie führen gegen den SC Wiener Neustadt durch einen Treffer von Florian Kainz. Zunächst der Zweikampf Petzos gegen Rauter, wohl kein Foul, und dann dieser wunderbare Assist von Steffen Hofmann, wohlgemerkt mit links auf Florian Kainz. Harry Weber, sind Wege aus der Krise oft mühsam und oft langwierig? Ja, Rapid war die klar bessere Mannschaft in dieser ersten Hälfte und ist auch verdient in Führung gegangen. Sehr schönes Auge hier von Steffen Hofmann, wunderschöner Pass, sehr konzentriert auf Kainz und der hat dann alles klar gemacht, platziert, ins lange Eck geschossen. Was hat denn Toni Rapid sonst zu bieten gehabt bisher? Ja, das war es aber auch schon eigentlich von den Highlights. Erste Halbzeit. Rapid war zwar, ich sage jetzt einmal, feldüberlegen, aber hat wenig Zwingendes gehabt, was mich auch wieder wundert. Weil wenn man 1-0 führt, dann muss man von Rapid verlangen können, dass man diese Mannschaft, eben die ganz hinten an der Tabelle steht, auch unter Druck setzen kann. Aber vielleicht schaut es für Rapid in der zweiten Hälfte besser aus, weil man die zumindest mal in Überzahl in Angriff nimmt, weil Daniel Schöpf, der Wiener Neustädter, von Schiedsrichter Dominik Uschan nach dieser Aktion gegen Steffen Hofmann ausgeschlossen wurde, Toni. Ich sag mal, die Vereitelung einer aussichtsreichen Torschance, die ist klar, aber war das rücksichtslos oder war das brutal? Und so muss es Dominik Uschan gedeutet haben, weil es glatt rot war. Ja, das... Gut, brutal... Brutal würde ich einmal nicht sagen. Ich meine, es ist, dann wäre gelb angemessen es gewesen. Es wäre gelb angemessen gewesen. Da fehlt mir ein bisschen das Fingerspitzengefühl eines Schiedsrichters, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich keine rote Karte. Ja, Fingerspitzengefühl. Ja, Spiel. Das, was nicht im Regelbuch steht. Ja, aber Ball war keiner mehr im Spiel. Wenn man das ganz genau beobachtet, das ist ein bisschen weit weg, aber trotzdem sieht man, der Ball war weg und trotzdem kam dann diese Attacke an Hofmann und wenn man das so auslegt wie der Schiedsrichter, kann man auch rot. So, meine Damen und Herren, zweite Spielhälfte. Alle Öfen anwerfen, heute zum Marsch. Willkommen zurück im Ernst-Happel-Stadion. Rapid gegen Wiener Neustadt. Rapid in der zweiten Hälfte mit Deni Mohalbwember Ala. Steffen Hofmann hat doch noch Nachwirkungen dieses Tritts von Daniel Schöpf, der zur roten Karte für den Wiener Neustädter geführt hat, gespürt. Schmerzen und Achillessehne. Daher ist er in der zweiten Hälfte nicht mehr mit dabei. Schöpf sowieso nicht. Rapid spielt zu Beginn dieses zweiten Durchgangs 11 gegen 10 und ganz in Grün von rechts nach links. Wiener Neustadt hat nicht gewechselt. Da wartet Helge Kolwitzon. Ich denke, das wird ganz einfach so aussehen, dass Rauter jetzt mehr auf den linken Flügel rausziehen wird, dort wo Schöpf spielen hätte sollen oder ab und zu auch zu sehen war. Und das Ganze jetzt einfach ein 4-4-1 mit Stefan Meyerhofer weit vor allen Mannschaftskollegen sein wird. Ja, was natürlich für die Spielweise schwierig wird für Wiener Neustadt, denn da kann er Bälle abtropfen lassen, wie er will. Wenn er 20 Meter vor seinem Mittelfeld ist, dann wird das auch nichts bringen. Ich glaube eher, dass Neustadt jetzt wirklich versuchen sollte, ja, aber nicht das zweite zu erhalten, das ist logisch, weil so 2-3 Standardsituationen gibt es in jeder Hälfte, auch für die unterlegene Mannschaft. Und da müssen sie halt hoffen, dass sie da
einen Nutzen daraus ziehen. Oder über die Qualität von Rauter oder die Schnelligkeit von Ali Osman vielleicht einen Konter zielstrebig zu Ende spielen. Es erweckt jetzt auch den Anschein, dass Conor O'Brien etwas offensiver agiert als vor der Pause, also nicht mehr eine starre Doppel-Sechs mit Freitag bildet. Das wäre dann auch einer dieser Anspielpartner, der aus der Etappe nachrücken könnte, um Bälle von Meierhofer zu verarbeiten, wenn den Rauter wirklich, und das schaut ganz danach aus, jetzt als linker Flügel agiert. Ja. Damit holt er einen Freistoß raus. Nicht zu sehen, wie er da von Max Hofmann bis an die Mittellinie verfolgt wird. Aber erstmals die Andeutung eines Zusammenspiels zwischen Meierhofer und O'Brien. Stangl, der hatte einen brennguten Auftritt in der ersten Hälfte. Zwei Gegenspieler aussteigen lassen und nahe der Cornerfahne präzise Flanke, aber zu seinem Pech stand dann halt nicht Robert Beric, nicht Stefan Schwab, sondern Steffen Hofmann für den Kopfball bereit. Apropos Beric, Vorteil. Keins. Da geht die Fahne hoch von Stefan Gamper. Das glaube ich nicht. Hat von unserer Position eher noch gleicher Höhe ausgesehen. Kontrolle ist besser, es ist weniger als gleiche Höhe. Puh, also das ist eine bitterböse Fehlentscheidung. Natürlich muss sich da der angehende FIFA-Referee auf seinen Assistenten verlassen können. Er hat Vorteil entschieden, Dominik Oschan, nachdem die fälschliche Abseitsanzeige gekommen ist, gibt es jetzt mit etwas Verzögerung den Freistoß für Rapid. Thanos Petzos ist es zuzutrauen, dass der auch aus der Distanz direkt schießt, macht aber nicht, und das war eigentlich leicht vorauszuahnen, so wie Deni Alla da losgelaufen ist, was Petzos vorhatte. Kontergelegenheit für Wiener Neustadt, so nicht. Hat sich nicht geändert im Spiel ohne Ball bei den Niederösterreichern. Meierhofer weit vorgezogen und relativ eng kompakt stehen die beiden Viererketten hintereinander. Und man lässt Rapid lange Zeit gewähren. Ja, Rapid spielt wenig Risikopässe und auch meistens nicht besonders schnell in die Spitze. Deswegen können sich die Neustädter da eigentlich immer ganz gut formieren. Rapid versucht hat über viel Ballbesitz auf die richtige Situation zu warten und dann eben das Tor zu erzielen, wie es beim 1:0 ja gut geklappt hat. Das ist auch wahrscheinlich die gescheiteste Variante, als hier auf Teufel komm raus nach vorne zu agieren und sich dann unmöglich wirklich einen Konter einzufangen. Beric, der war jetzt zu sehr damit beschäftigt, den Ball überhaupt noch im Spiel zu halten. Das hat er laut Ansicht des Sportskameraden Gamper auf der anderen Seite, das ist der mit der gelben Fahne da oben, aber nicht. Und das ist die nächste krasse Fehlentscheidung. Der Ball war mitten auf der Linie, Beric dann außerhalb des Spielfeldes, das hätte Ecke für Rapid geben müssen. Ja.
Wow. Vollhofer als Kicker gefragt. Das vor allem als einer, der seine Nerven im Zaum hält. Ja, sie bringen sich zum Teil, also wieder Neustadt, bringen sich zum Teil selber in ganz unangenehme Situationen, die gar nicht notwendig sind. Das hat schon angefangen in der Anfangsphase mit diesem Querpass von Mim, ne, im eigenen Strafraum. Genau, also das ist gerade für Dennis Mim eigentlich ungewöhnlicher Fehler gewesen. Und sie tun sich einfach schwer, selbstbewusst aufzutreten im Moment, in dieser Phase des Spiels. Stefan Meyerhofer hat ein extrem hohes Selbstbewusstsein, aber das reicht nicht für seine mittlerweile nur noch 9 Mannschaftskollegen. Oder? Wenn die anderen nur die Hälfte hätten, jeder, dann wäre es schon ganz gut. Schabel, guter Haken auf den linken Fuß. Die weite Flanke, die nicht bis zu Florian Kainz kommt. Gutes Stellungsspiel hier in diesem Fall von Pollhammer, der weit reingerückt war, aber dann auch verhindert, dass die Flanke bis zum linken Flügel von Rapid kommt. 3 Ecken hatte Rapid in der ersten Hälfte. Die hat natürlich alle Steffen Hofmann ausgeführt. Der ist nicht mehr da. Die erste Ecke in der zweiten Hälfte ist ein Fall für Deniala. Oh, die ist gut. Gab es einen Offensivfall, Stürmerfall will ich nicht sagen, denn es war, glaube ich, Mario Sonnleitner, der da angetaucht hat. War schon Schwab und dann bumm. Sonnleitner und Stefan Meyerhofer mal so umzuschmeißen, dazu bedarf es doch einer gewissen Kraftanstrengung. Das ist eine der Stärken von Sonnleitner, dass er einfach sehr, sehr mutig ist bei Standardsituationen, sowohl defensiv, aber vor allem offensiv, und der geht wirklich dorthin, wo es weh tut. Manchmal auch ihm, aber meistens im Gegenspieler. Nein, also er schont sich selber auch nicht, da steckt auch einiges ein, ist da überhaupt nicht zimperlich und ist auch der eigentlich, wenn Rapid über Standardsituationen kommt, den sie suchen, weil sie ja ansonsten wenig kopfverstärkte Spieler haben eigentlich. Das war jetzt mal so die Andeutung eines Risikopasses, ja, über 40 Meter auf Thanos Petzos. Die zeigt, dass man auch variabel ist, was die Angriffsbemühungen betrifft. Und dass die Wiener Neustädter Vierer-Abwehrkette doch ab und zu auch nicht nur einen Weg, sondern mehrere Wege, speziell durch die Innenverteidigung aufmacht, haben wir in der ersten Hälfte auch schon öfter gesehen. Genau. Und das ist natürlich, macht natürlich schon einen Unterschied, ob jetzt der Steffen Hofmann auf der 10 spielt oder Daniel Lau, der eine natürlich eher ein Stratege, der über gutes Passspiel vors Tor kommt oder die Mitspieler vors Tor bringt. Auf der anderen Seite der Danny, der ja immer noch lieber ganz vorne spielt, aber der natürlich durch seine Geschwindigkeit auch selber in die Spitze nachstoßen soll. Und deswegen sind das zwar ganz unterschiedliche Situationen da. Möglichkeit. Diesmal bleibt die Fahne unten. Louis Schaub scheitert zum insgesamt 3. Mal am heutigen Abend an Thomas Vollnhofer. Beweis, natürlich kein Abseits, gute Flanke von Strangl, nicht seine erste heute. Jetzt hat er wieder geflankt und sich dabei leicht verletzt, ist aber schon wieder rundlaufend unterwegs. Kopfball Beric.
jetzt Conor O'Brien sehr gerne einen Freistoß gehabt. Das war wieder der resche Marius Anleitner, der ihm da im Zweikampf alles abverlangt hat. Osman Ali. Rauter. Oh, da dürfte es glitschig sein. Kein Wunder, der Platz ist sicher seifig. Rauter behauptet den Ball trotzdem immer noch. Und dann Freitag, der will und will, aber er kommt nicht in Schussposition. Und jetzt sind die Neustädter gestretched in der Defensive. Ala, Idee gut, aber letztlich dann doch für Matthias Zereinig leicht zu entschärfen. Das ist halt dieses zweischneidige Schwert, aber Wiener Neustadt mal bemüht in der Offensive mit vielen Spielern am gegnerischen Strafraum, Ballverlust und schon brennt hinten der Hut. Stangl. Ja, der Schuss wird wohl in den Highlights dieses Spiels keine Erwähnung finden. Die Gelegenheit vielleicht doch. Stangl mit der Flanke, Schaub. Naja, die Ballannahme war nicht schlecht, aber sie war eben nicht optimal, weil ihm die Kugel da dann doch 2 Meter weit wegspringt. Und dann macht das Vollenhofer ganz geschickt, macht sich da breit und lässt Schaub wenig Tortrefferfläche. Verteidiger Stefan Stangl heute geschlagen hat. Gute Spielverlagerung, aber Thomas Schrammel kann den Ball nicht innerhalb des Spielfeldes halten. Eine Viertelstunde jetzt nach dem Seitenwechsel gespielt. Man hat irgendwie den Eindruck, Rapid könnte, wenn die Mannschaft wollte, doch etwas druckvoller spielen. Und man hat nicht unbedingt den Eindruck, dass Wiener Neustadt hier, auch wenn es immer noch nur 0:1 steht, noch was Zählbares mitnehmen kann. Ja, aber das ist die positivste Nachricht für Wiener Neustadt. Es steht nur 1:0. Vollenhofer hält sie bis jetzt im Spiel. Und ja, dann ist immer noch alles möglich. Rapid braucht auf alle Fälle das zweite, um dieses Spiel dann sicher nach Hause spielen zu können. Schaub. Wieder keiner nah genug bei ihm. Beric, und der wird in allerletzter Instanz von Dennis Mim dann noch entscheidend gestört. Also auch wenn Dennis Mim den ersten ziemlich heftigen Fehler in diesem Spiel begangen hat, den er dann selbst ausgebessert hat, denke ich, hauptverantwortlich dafür, dass da nicht allzu viele Feuer im Wiener Neustädter Strafraum brennen. Ja, er ist ein guter Spieler und deswegen war man so überrascht, dass gerade der Kapitän mit so einem einfachen Fehler eigentlich Rapid gleich mal die erste Torschuss ermöglicht hat. Ja.
Günter Kreisel, der Manager der Wiener Neustädter, tritt heute noch als zweiter Assistant Coach auf. Und der hat jetzt gerade Matthias Koch vom Aufwärmen zurückbeordert zur Bank. Also in Kürze wird auch Wiener Neustadt den ersten Spielerwechsel vornehmen. Die Anweisungen bekommt er vom Co-Trainer von Christian Ilzer. Das ist aber Michael Tieber, das ist nicht der Koch. Eine gute Flanke für Robert Beric. Und der Teufelskerl Voldhofer ist schon wieder zumindest mit Fingerspitzen dran. Ja, wenn Schabel mit dem linken Fuß flanken kann, wird es natürlich auch gut. Der Kopfball gar nicht schlecht von Beric. Der Voldhofer mit seiner insgesamt vierten Parade am heutigen Abend. Der Ball ist dann eine etwas einfachere Übung. Also des Rätsels Lösung, das Achterleibchen von Matthias Koch war schon bereit für seinen Träger, aber der ist weit und breit nicht zu sehen. Daher kommt jetzt tatsächlich der 18er. Es kommt Michael Tieber und der ist im Hauptberuf Stürmer. Bekommt jetzt vom Iceman noch die besten Glückwünsche. Und Herbert Rauter wird in Kürze Platz machen. Bollermer. Jetzt kann er mal ungehindert flanken. Gut abgescherzelt von O'Brien, aber Meierhofer kommt dann nicht mehr ran. Aber das sind die Situationen, auf die Wiener Neustadt spekuliert, dass dann doch mal, wenn eine Flanke reinkommt, der Ball vielleicht Meierhofer oder auch einem anderen vor die Füße fällt. In der ersten Hälfte auch nur eine einzige Gelegenheit, aber die war recht gut für Osman Ali. Bollermer unbedrängt und dann O'Brien. Wieder mal Sonnleitner, sehr aufmerksam, der verhindert, dass diese Abscherzelung vom Amerikaner bei Stefan Meierhofer ankommt. Also Herbert Rauters Flügeldasein ist beendet nach 20 Minuten. Nach insgesamt 65 in dieser Partie geht er raus. Der einzige Wiener Neustädter, der in allen mittlerweile 17 Spielen im Einsatz war, immer in der Startelf, das ist seine sechste Auswechslung. Und Tieber, der hat zwar einen Saisontreffer auf der Habenseite, aber der wird ihn nicht wirklich freuen. Der ist im Nachtragsspiel gegen Grödig beim 2:4 bei einer der schlechtesten Saisondarbietungen seines Teams gelungen. Übernimmt 1:1 die Position von Rauter. Aller im Zusammenspiel mit Schrammel. Schon wieder Schaub, schon wieder auf Beric. Bezos. Wieder Schrammel. Wieder mit dem Ball auf dem linken Fuß. Bezos. Also jetzt sind alle, mit Ausnahme von Meierhofer, alle Wiener Neustädter innerhalb des letzten Angriffsdrittels der Rapidler, also stehen ganz tief und da ist natürlich schwer, eine Lösung zu finden. Und wenn sie durchkommen, dann hat bis jetzt Vollenhofer alles richtig gemacht. Deswegen steht es immer noch nur 1-0. Und
Das war ein klares Foulspiel des eben eingewechselten Tiber an Thanos Petzos. Da hat Oshan wieder den Vorteil gelten lassen. Also das war aus meiner Sicht ein böseres Foul als das Foul von Schöpf, das zur roten Karte geführt hat. Ja, da schließe ich mich an. Zumindest war es ähnlich. Wow, Dene Alar holt sich den Ball zwischen den Innenverteidigern. Sieht man auch selten. So. Oh, Max Hofmann mit dem Lapsus. Da muss man alle, der ist ein bisschen flink. Das wäre zur Situation gewesen. Da, wenn sie da vorbeikommen, dann ist natürlich immer noch was möglich. Aber sie können sie dann im entscheidenden Moment dann doch nicht durchsetzen in der Offensive, die Neustädter. Ja, aber zumindest war jetzt mal zu erkennen, dass Rapid nicht fehlerfrei spielt. Pollhammers Einwurf natürlich gedacht für Meierhof, aber weit davon entfernt, ihn auch zu erreichen. In einer Stadt wird noch einen Offensiven bringen, und zwar Daniel Maderna. Und jetzt kommt mal Rapid mit Stefan Schwab. Und das gibt Gelb für Osman Ali. Zurecht. Und die gute Nachricht für die Rapid-Fans: Stefan Meierhofer wird nicht mehr allzu lange an diesem Spiel teilhaben. Ja, aber auf solche Fehler lauert Wiener Neustadt. Die kommen nicht oft, aber sie kommen. Aber Max Hofmann besser kann das gar nicht machen, den Fehler wieder aus. Freistoß Petzos. Da war sehr reinig, sehr zögerlich. Dadurch gibt es da tatsächlich die Kopfballmöglichkeit. Und auf der anderen Seite steht Tiber im Abseits. Die Gelegenheit nützt Wiener Neustadt jetzt zum Wechsel. Stefan Meierhofer nach 69 Minuten runter, ein paar Minuten länger als gegen den WRC durfte er. Hat sich heute auch gelb abgeholt, wie gegen den WRC. Der große Unterschied, er hat kein Tor geschossen, er hat nicht einmal aufs Tor geschossen. Er hatte keine Gelegenheit dazu. Aber das liegt nicht hundertprozentig nur an ihm. Das liegt zum Großteil an der Spielanlage des SC Wiener Neustadt und in dieser zweiten Hälfte natürlich auch daran, dass die Mannschaft in Unterzahl agiert. Schaub. Zwei von vier hat der Major mal absalutiert. Ich denke, viel mehr als vier Spiele für den SC Wiener Neustadt werden es wohl nicht. Ecke diesmal von Kainz und dann Stangl. Ja, der bleibt auch in seinem 38. Bundesligaspiel vorläufig mal ohne Torerfolg. 28 Spiele in der vergangenen Saison für den heutigen Gegner noch gemacht, für den SC Wiener Neustadt. Schaut jetzt noch irgendwie nach Doppelspitze bei den Niederösterreichern aus, Tiber und Maderna. Maderna hat auch schon mal getroffen in dieser Saison für den SC, nur blöd für ihn, dass das Spiel dann abgebrochen wurde. Das war diese Nebelpartie gegen Grödig und der Treffer kam natürlich dann rückwirkend nicht in die Wertung. Jetzt 4 gegen 4, wenn es ganz schnell geht. Und mit Schaub geht es ganz schnell. Keins. Zweiter Versuch. Ja. Und das war's dann wohl. Robert Beritsch mit dem 2:0 mit seinem 10. Saisontor.
trifft zum Jubiläum in seinem 50. Bundesligaspiel. Insgesamt ist das sein 20. Bundesligatreffer. 10 hat er ja noch für Sturm Graz gemacht. Schaut auf Kainz, der will es dann ganz elegant machen. Das geht schief, nur dann geht es eben auf die konventionelle Art und Weise. Da schauen drei Wiener Neustädter nur raus auf den Ball. Denner rückt nicht weit genug rein und damit hat Peric alle Freiheiten. Ja, sehr reinig, verliert ihn komplett aus den Augen. In dem Moment, wo er sich umdreht, wo er ist, macht er sich hinter seinem Rücken frei und erzielt ein sehr einfaches Tor und das ist jetzt im Normalfall schon die Entscheidung. Aber die macht er ja gerne, die einfachen. Ich kann mich erinnern an einen... auch stehen, also das ist ja auch eine Qualität da. Und den großen Tibor Nilaschi, der gemeint hat, ich mache immer kleine Tore, was frei übersetzt so viel geheißen hat, meistens innerhalb des 5-Meter-Rahmens. Sehen genauso viel. Richtig. Angeblich. Abseits von Peric. Ja, und Flo Kainz wird hier möglicherweise zum Man of the Match. Das 1-0 selbst erzielt, das 2-0 vorbereitet. Und ich wage die Prognose, Helge Kolwitzon wird bei seinem Debüt als Bundesliga-Trainer ebenso wie damals bei seinem Abschied als Bundesligaspieler eine Auswärtsniederlage gegen Rapid kassieren. Ja, die Freunde der großen Bälle kommen auf Sky Sport Austria am Montag natürlich wieder auf ihre Rechnung. Die Löwen aus Dreiskirchen, Formkurve sinkend, gegen die Welser, Formkurve steigend. 6:45 abends, live und unzensuriert. Was macht der Kollege Ojan jetzt? Er zeigt Freitag gelb. Und damit fehlt der am kommenden Samstag in Altach, denn das ist die 5. Verwarnung, die er in dieser Saison kassiert. Und die hat er sich verdient für das Wegdreschen des Spielgerätes. Hier. Dass Kolwitzon nicht zweimal hintereinander dieselbe Startformation bringen kann, war nach dem Ausschluss von Schöpf schon klar. Jetzt muss er sich für zwei Positionen bereits was Neues einfallen lassen. Fürs Gastspiel in der Cashpoint Arena Vulgo Schnabelholz. Das 2:0 ist genau in die Phase gefallen, wo Wiener Neustadt eben Offensivspieler Frische gebracht hat und auch weiter vorne attackieren wollten. Und genau in diese Phase haben sich das Zweite eingefangen. Ist natürlich bitter, aber war trotzdem sehr schön gemacht, speziell von Kainz. Ja, war im Prinzip eine Konteraktion, bei der wieder Louis Schaub eigentlich ewig mit dem Ball laufen konnte. Ja. Osman Ali, sehr steil. Oh, Sonnleitner nimmt da Fahrt auf, da kein Risiko eingehen. Es wird geklatscht, wir haben noch eine Viertelstunde zu spielen. Wir sehen übrigens heute die beiden Teams, die im bisherigen Saisonverlauf die meisten Tore kassiert haben in der letzten Viertelstunde. Beide je 8. Geht Wiener Neustadt jetzt in dieser Kategorie in Zweifel auf die Führung? Nein, noch nicht. Aber was nicht ist, kann noch werden. Wiener Neustadt hat ja heute wieder mal einen Treffer in der ersten Viertelstunde kassiert. Aber das ist bei der Schießbude der Liga ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ja, man muss ja auch ganz offen sagen, hätte Wiener Neustadt heute gepunktet, wären das definitiv Bonuspunkte gewesen, mit denen die konnte man jetzt nicht wirklich einplanen. Es wäre schön gewesen, wenn man punktet, aber ich sage einmal, wenn man hier in Wien bei Rapid verliert, dann gilt natürlich sofort die Konzentration der nächsten Woche. Da wartet
das Heimspiel gegen Altach und das ist natürlich, da ist die Chance vermutlich größer auf einen Punktegewinn. Möglicherweise. Alles ist möglich. Oder auch nicht. Nichts ist fix. Wenn ich schon vom Schnabelholz rede, scheint eigentlich alles möglich zu sein. Auch das 3-0 für Rapid, das fällt noch nicht. Schnagel bringt den Ball noch zur Mitte. Ja, Boden auf, Kopfball, wenn es so gewollt war, dann Kompliment an Louis Schaub. Aber jetzt hat Rapid richtig Appetit auf weitere Treffer bekommen. Das ist ja eine spielerisch sehr, sehr starke Mannschaft. Es fehlt dann manchmal diese Wucht und das Durchsetzungsvermögen, aber wenn die gut miteinander spielen, dann schaut das auch meistens sehr gut aus. Es mangelt, wie gesagt, das ein oder andere Mal ganz sicher. Jetzt mangelt nichts mehr. Durchsetzungsvermögen, das ist wieder ein wunderbares Tor gewesen. Stefan Mayrhofer nicht mehr auf dem Platz und wir erleben trotzdem ein Tor mit der Ferse. Robert Beric schon beim 5-1 in Wiener Neustadt oder zweimal getroffen. Dieses Grundstück gelingt ihm auch heute. Denialer mit dem Rückstoß und dann steht Beric beim Kopfball von Schwab, das denke ich nicht im Abseits, das hätten wir hier schon mal aufgelöst. Tja, das war offenbar Dennis Mim, der da nicht hinten rausgelaufen ist. Er hat die mögliche Abseitsposition von Beric aufgehoben. Und jetzt ist der Vollnhofer natürlich auf 180. Der gibt, was möglich ist, aber nicht mehr und nicht weniger. Wechsel bei Rapid. Stefan Schwab macht Platz. Hat seine Schuldigkeit jetzt mehr als getan mit dem Assist zum 3:0. Für einen, der vor zwei Wochen noch schwer verletzt war und länger ausfallen zu drohte, ist Stefan Schwab eigentlich wieder gut zu Fuß. Auf und Marsch heißt es jetzt für Dominik Widra. Lange Zeit so ausgesehen, als sollte er einen Fixplatz bekommen mal in dieser Rolle im zentralen defensiven Mittelfeld, aber davon ist er mittlerweile trotz des Ausfalls von Behrendt ziemlich weit entfernt. Ja, auf dieser Position hat Rapid eigentlich mehrere Optionen. Mit Bezos, mit Schwab, mit Behrendt. Grahovac hat man auch verpflichtet im Sommer. Auch. Als Alternative. Dominik Widra hat im Moment nicht die Form, die er schon gehabt hat. Aber ist ja nicht umsonst der Werner Gregoritsch, der Kapitän des unter 21 Nationalteams, also auch das spricht er dafür, dass er große Qualität hat und sicher auch seinen Weg gehen wird. Und er hat vor allem wieder 100% körperliche Fitness. Osman Ali mit diesem Foul. Ich denke, jetzt tut Helgi Kolwitzson wirklich gut daran, ihn rauszunehmen. Ja. Geld belastet und bei strenger Regelauslegung hätte das gelb-rot sein können. Aber seine richtige Linie findet meiner Meinung nach der angehende FIFA-Referee Dominik Oschan heute nicht bei seinen Foul- und Kartenentscheidungen. Aber das hat möglicherweise auf den Ausgang dieses Spiels keinen ganz großen Einfluss. Reinhold Ranftl hat Osman Ali abgelöst. Noch knapp 10 Minuten offizielle Spielzeit. Toni Pfeffer sitzt heute im Sky Fußballstudio, wird jetzt wahrscheinlich vor sich hin sinniert haben, hoch wird das Wiener Neustadt nicht mehr gewinnen. Also diese kurzfristige Mayrhofer Hype Euphorie ist mit diesem Gastspiel des SC beim SK Rapid mal gebremst. Aber der SC Wiener Neustadt kann aus eigener Kraft Neunter werden am Ende der Saison. Denn
Es gibt noch zwei Spiele gegen die Admira bei 3 Punkten Rückstand. Ja, also wie es aussieht, machen sich also die zwei niederösterreichischen Vereine einfach den Absteiger heuer aus. Vorne wird es wohl Salzburg werden und dahinter zwischen Platz 2 und Platz 8 schaut so aus, als ob das sehr, sehr ausgeglichen noch lange sein könnte. Wolfsberg hat schon zu viele Punkte, um da noch in den Strudel nach unten gerissen zu werden. Ja, na, die haben mit unten dann sicher nichts zu tun. Die werden sich auch wieder erfangen, spätestens im Frühjahr. Und um die internationalen Plätze wird es wild hergehen im Frühjahr, davon bin ich überzeugt. Ist doch schön. Ja, ist schön, ja. Wenn wir schon 5 Europacup-Plätze haben, dann soll es auch richtig fresh werden im Kampf um selbige. Ich bin jetzt versucht zu sagen, wieder eine Aktion, die das Auftreten des Thanos Petzos in dieser Saison widerspiegelt. Ja, er ist dann in vielen Phasen einfach unkonzentriert. Und das war er speziell in seinem ersten halben Jahr bei Rapid nicht. Also letztes Jahr im Herbst war er absoluter Stammspieler, Schlüsselspieler dieser Mannschaft. Hat das Spiel gut aufgebaut, hat gute Standards geschossen, gute Weitschüsse gehabt, war wichtig. Und heuer bringt er das nicht mehr so rüber. Warum das so ist, schwer zu sagen, aber er macht viele einfache Fehler, wie ich schon gesagt habe. Unkonzentriertheit, schlampig, ich weiß nicht, was es ist, weil ich glaube schon, dass es ein interessanter Spieler nicht nur für Rapid sein könnte. Das Warum ist meistens eine Frage der Beantwortung jedermann. Eine große Herausforderung steckt. Mir wurde von Kollegen aus unserem Lieblingsnachbarland zugetragen, dass das bei Thanos Petzos bis jetzt immer so gewesen sei, dass er im ersten Jahr, egal wo er gespielt hat, sehr gut war und im zweiten dann ebenso stark nachgelassen hat. Und was war die Erklärung, warum dieses so war? Damit waren auch die deutschen Kollegen überfordert. Okay. 12.300 Besucher im Übrigen bei der heutigen Partie, also mit meiner Schätzung bin ich ganz gut gelegen. 330 dieser 12.000 kommen von der Diakonie Flüchtlingshilfe. Eine sehr schöne Aktion des SK Rapid, wie ich meine, die auf keinen Fall unerwähnt bleiben darf. Es ist noch immer unangenehm, es ist nasskalt in der Bundeshauptstadt und jetzt muss der arme Philipp Schobesberger auch noch in die Kälte. Er wird in Kürze ins Spiel kommen. Offenbar hat auch Soran Barisic Florian Kainz zum Man of the Match auserkoren und wird seinem linken Flügel einen Einzelabgangsapplaus gönnen, denn Kainz wird dann für Schobesberger das Spielfeld verlassen, und zwar genau jetzt. Das ist das 1:0 nach toller Vorarbeit von Steffen Hoffmann. Das 2:0 durch Robert Beric hat er dann noch per Flanke vorbereitet. Guter Arbeitstag für Kainz, kurzer Arbeitsabend für Schobesberger. Ja, Kainz war stark, hat das erste Tor erzielt, hat ein weiteres aufgelegt. War speziell zu Beginn mit Schaub und Hoffmann die auffälligsten, die die spielerische Linie ins Spiel von Rapid gebracht haben oder sehr starke Leistung abgeliefert. Ganz böse Zungen werden jetzt behaupten, dass Florian Kainz seit seinem Wechsel von Sturm Graz zu Rapid das System Hyballer
richtig begriffen hat. Das sind die ganz Bösen. Von denen gibt es angeblich viele. Aber wir beide schauen ja nur auf uns. Wie heißt so schön im Fußballer-Jargon? Und das nächste Spiel ist das Wichtigste. Das nächste Spiel für Sie, liebe Zuschauer aus der Bundesliga, ist dann morgen der Kracher Salzburg gegen WRC. Tabellenführer gegen den schwächelnden Tabellenzweiten. Hier haben wir noch 3 Minuten plus Fußball zu spielen. Schaub kann schon wieder mit dem Ball ungehindert laufen. Beric, Ball in der Position des Vorbereiters, in der sieht er sich nicht so gerne, denn einen Assistpunkt hat Robert Beric für Rapid zumindest noch nicht geliefert. Da hat er noch Nachholbedarf, denn in der vergangenen Saison hat er 11 Sturm Graz-Tore vorbereitet, zu seinen 10 selbst erzielten. Ja, aber er ist einer, der, wenn er gut ist, Bälle sichern kann, der Räume frei macht für die offensiven Mittelfeldspieler. Und deswegen, ja, er hat schon einen Haufen Tore erzielt, darf man nicht vergessen, aber deswegen kann er ganz sicher noch wichtiger werden für Rapid. Ja, der ist ein guter. Alle, die gemaunzt haben im vergangenen Jahr, der hat 1 Million Euro gekostet. Ja, nicht dem SK Sturm, sondern Onkel Frank. Der muss mehr bringen. Wenn ich mir anschaue, was beim FC Liverpool 25, 30 Millionen Ablöse kostet und wohlgemerkt sind noch mehr Euro und einfach nur blöd auf dem Platz herumstehen, dann ist Robert Beric ein absolutes Schnäppchen, ein gutes Schnäppchen. Ja. Wir gehen in die letzte offizielle Minute. Für Sie, liebe Zuschauer, gibt es heute noch mehrere Minuten Fußball in kompakter Version. Alle Spiele, alle Tore. Das Ganze ab 20.30 Uhr auf Sky Sport Austria. Dann auch noch mal die beiden Treffer vom heutigen Nachmittagsspiel. Die Austria früh in Führung gegangen in Ried. Die Rieder sehr spät zurückgeschlagen. Schlägt Rapid nochmals zu, das weiß zumindest vorläufig Dennis Mim zu verhindern. Ja, und ich behaupte jetzt auch mal, der Ausfall von Steffen Hofmann hat Rapid nicht wirklich wehgetan, auch wenn der heute eine Torvorlage abgeliefert hat, aber Danny Aller hat für mich ein ganz starkes Spiel gemacht in dieser zweiten Hälfte. Ja, es waren beide gut. Auch Steff hat heute frisch gewirkt, hat spielfreudig gewirkt, hat das erste Tor aufgelegt. Und Danny ist eben ein schnellerer Spieler, der natürlich sich nach seinen langen Verletzungen erst wieder zurückkämpft. Aber dass Danny ein großes Potenzial hat, das ist bekannt. Und dem würde ich wirklich wünschen, dass er jetzt einmal wirklich längere Zeit von Verletzungen verschont bleibt. Früher hätte man gesagt, er ist ein Gläserner, eben sehr verletzungsanfällig. 3 Minuten gibt es übrigens Nachspielzeit. Noch knapp 3 Minuten Zeit für Rapid, hier vielleicht noch einen draufzulegen, was im Kampf um Platz 4 nicht so blöd wäre. Da geht es punkto Tordifferenz mit dem SK Sturm richtig auf Augenhöhe zur Sache. Augenblicklich hat Rapid die höhere Anzahl der erzielten Treffer im Vergleich mit den Grazern. Aber was heißt der Kampf um Platz 4? Das
eigentliche Saisonziel war ja zumindest mal unter die ersten drei zu kommen, wenn ich mich so recht erinnere an die Prognosen und Wünsche vor Saisonbeginn. Ja, aber wie wir eh schon angesprochen haben, ich glaube, dass es im Frühjahr richtig eng wird, von Platz 2 bis, weiß ich nicht, 6, 7, 8 vielleicht. Da ist, könnte alles sehr eng beieinander bleiben. Und ja, speziell der Platz 2 ist natürlich sehr interessant mit dem Champions League Qualifikationsplatz. Ja, und sollte Wolfsburg morgen in Salzburg verlieren, dann könnten die Kärntner schon bald, nämlich schon am kommenden Spieltag, Platz 2 verlieren. Altach, Rapid und Sturm werden dann schon mit heißem Atem im Nacken von Kübauer, Nastel und Konsorten. So, jetzt geht es nochmal mit Tempo und mit Zug, aber nicht mit rein bis in den Kopfbahnhof, sprich zum 4:0. Schaub war heute wieder sehr auffällig. In den letzten Wochen hat er mir nicht so gut gefallen oder weiß ich nicht sehr frisch gewirkt. Heute war er sehr, sehr dominant. Seine Läufe mit dem Ball am Fuß haben die Neustädter vor große Probleme gestellt. Petzos nochmal mit einem Versuch und das war's. Ja, vielleicht hat Louis Schaub auch dieses Ergänzungsspieler-Dasein am vergangenen Sonntag in Grödig einen zusätzlichen Motivationsschub zu geben. Rapid muss immer gewinnen, laut Zoran Barisic, so sarkastisch gemeint in der gestrigen PK. Nach drei Niederlagen am Stück hat Rapid wieder gewonnen. Das deutlich verdient und phasenweise auch überzeugend. Genau so ist es. Vollenhofer hat die Neustädter vor einer höheren Niederlage bewahrt. Durch den Ausschluss für Schöpf vor der Pause ist es dann noch schwieriger geworden, aber Rapid war vom Start weg heute die wesentlich bessere und stärkere Mannschaft. Ja, Neustadt in der Anfangsphase schon irgendwie ängstlich auf dem Platz unterwegs mit einem relativ frühen Gegentor. Und damit ist eigentlich der ganze Matchplan über den Haufen geworfen. Dieser Ausschluss von Schöpf dann eigentlich nur das Zahnziehen bei einem, der ohnehin nicht mehr alle 32 im Mund hat. Ja, ich glaube auch zu 11. Hätte zweite Hälfte schon einiges passieren müssen. Ich glaube, dass sie auch zur Hälfte heute keine Chance gehabt hätten. Das war heute nicht ihr Tag. Rapid war heute einfach in allen Belangen die eindeutig stärkere Mannschaft. Ja, und somit darf Zoran Barisic, übrigens mit Ex-Schützling Lukas Denner, wieder mal tief kalte, feuchte Luft holen im zweiten Wiener Gemeindebezirk, während das Debüt von Helge Kollwitzson auf der anderen Seite in die Skiunterhose gegangen ist. Aber ganz ehrlich, bei allem Hype und Euphorie um Stefan Meyerhofer, wer heute hier an eine Sensation in Form eines Sieges von Rieder Neustadt gedacht hat, der zählt zu den Berufsoptimisten. Also Rapid wirft wieder einen strengeren Blick in Richtung der oberen Tabellenplätze in der Tipico Bundesliga. Wiener Neustadt bleibt auf Platz 10 kleben. Darf sich glücklich schätzen, dass die Admira heute auch nicht gepunktet hat. Dieses niederösterreichische Kellerduell geht weiter. Einer, der heute nichts dafür kann, dass Wiener Neustadt erneut verloren hat, ist der Torhüter, und der ist bei Elisabeth Dammer. Ja, Thomas Vollenhofer heute mit einer starken Partie, aber warum hat ein starker Vollenhofer nicht gereicht heute? Ja, weil Rapid eindeutig besser heute. Ich glaube, wir haben die ersten 20 Minuten ein bisschen verschlafen, sind da nicht so in die Partie gekommen, wie vorige Woche uns das gelungen ist gegen den WRC. Ja, haben da auch das Tor bekommen und dann, glaube ich, war die erste Halbzeit okay von uns. Wir haben dann besser in die Zweikämpfe gefunden, haben auch dann ein, zwei Mal doch uns Halbchancen zumindest herausgespielt. Aber im Endeffekt war es dann zu wenig und mit der roten Karte dann ist es natürlich schwer gegen Rapid.
Wobei, bis zum zweiten Tor ist dann okay war wieder von unserer Mannschaft, aber ja, im Endeffekt ist es trotzdem zu wenig gewesen. Ja, nicht gut in die Partie gekommen. Wo war denn dieses Selbstvertrauen, das man sich geholt hat nach diesem Sieg gegen den WRC? Ist das verpufft gewesen? Nein, ich würde nicht sagen verpufft. Rapid hat das natürlich sehr clever gemacht. Also, sie haben sich das natürlich auch angeschaut, das hat man gemerkt. Sie haben sich gut in die Zwischenräume bewegt, haben uns da immer wieder auch auseinandergezogen. Und da haben wir uns schwer getan, dass wir in die Zweikämpfe kommen. Wir waren dann ein bisschen aggressiver und sind dann besser reinkommen, aber wie gesagt, war zu wenig. Ja, bei diesen Gegentreffern, Sie waren richtig sauer. Worüber haben Sie sich geärgert? Ja, waren zweimal beim Fünfer oder eigentlich ein drittes Mal. Das erste war auch ähnlich, aber speziell die zweite und das dritte Tor, wenn zweimal am Fünfer da wer so Mutterseelen alleine steht, speziell bei einer Standardsituation, wo wir drei Männer im Raum haben, das kann einfach nicht sein. Das müssen wir klipp und klar ansprechen. Wenn wir solche Tore bekommen, dann wird es natürlich weiterhin schwer. Der erste Eindruck vom Trainer? Ja, ist natürlich schwer für ihn gewesen. Er hat jetzt eine Woche mit uns trainieren können. Es ist okay, die Arbeit ist in Ordnung. Er war diese Woche eher in der Beobachterrolle noch und hat sich das alles einmal ein bisschen anschauen müssen, natürlich von den Spielern her. Aber ja, es ist okay, wir müssen noch weiterarbeiten. Wir haben jetzt noch zwei wichtige Spieler bis zum Winter. Da müssen wir ordentlich punkten und dann haben wir genug Zeit, uns vorzubereiten auf die Frühe. Dankeschön. Thomas Vollenhofer, auch in puncto Wutrede, ein würdiger Nachfolger von Jörg Siebenhandel. Ja, Wiener Neustadt schießt zum vierten Mal in Serie in einem Auswärtsspiel gegen Rapid kein Tor. Wiener Neustadt hat heute das sechste Kopfballtor in dieser Saison kassiert. Das ist einsame Ligaspitze und gemacht hat dieses Kopfballtor der Doppeltorschütze Robert Beric. Ja, Robert Beric, nach drei Niederlagen in Serie, wie wichtig ist denn dieser Sieg heute? Ja, für uns das war ein ganz wichtiges Spiel, dass wir das gewonnen haben. Und ja, ich bin sehr glücklich. Ja, glücklich auch über Ihre Performance. Zwei Tore in diesem Spiel. Ja, ich muss sagen, danke zu meiner Mannschaft. Zwei gute Assists und ja, so, danke. In Wiener Neustadt schon zwei Tore geschossen, jetzt wieder gegen Wiener Neustadt zwei Tore. Sie lieben es, gegen Wiener Neustadt zu spielen, oder? Ja, okay, aber wie ich sage, heute war es wichtig, dass wir gewonnen haben. Wirklich eine wichtige Spiele und ja. Ja, einmal möchte ich noch über ein Tor sprechen, dieses Traumtor, das zweite. Perfekt, um dieses 50. Bundesligaspiel zu feiern heute. Sie hatten heute Ihr 50. Ja, okay. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Glück, aber ja, super Tor. Ja, nach dieser Krise, wenn man so will, wie viel Aufschub kann dieser Sieg jetzt geben? Ja, ich habe eine kleine Krise. Ich habe drei Spiele verloren und ja, so heute war es wirklich, wirklich wichtig, dass ich halt gewonnen habe, dieses Spiel. War die Krise jetzt aus? Ich weiß nicht, aber nächstes Spiel ist sehr, sehr wichtig für die gegen WRC und ja, ich hoffe, dass wir gewinnen dieses Spiel. Dankeschön, Gratulation. Wir stellen fest, das Deutsch von Robert Beric wird wöchentlich besser. Wenn es dann so richtig gut kann, wird er auch sagen, es ist egal, wer die Tore schießt. Wichtig ist, dass die Mannschaft gewinnt. Keine Floskeln heute von meinem Sitznachbarn. Ich bedanke mich bei Peter Schöttl für einen vergnüglichen Arbeitsabend hier in Wien-Leopoldstadt. Ich bedanke mich auch. Und damit haben wir die Freundlichkeiten auch schon eingestellt. Ich lasse jetzt alleine mit der Matchstatistik dieses 3:0 Erfolgs von Rapid gegen Wiener Neustadt und lege Ihnen alle Spiele, alle Tore in Kürze auf Sky Sport Austria ans Herz. Wiederschauen. Verrät uns auch, dass Platz 8 von der Admira schon ein Stück weit entfernt ist. Der Kampf gegen den Abstieg, der Kampf gegen Platz 10. Ist das ein Fall für zwei? Ist das ein Kriminalfilm? Wenn man die Leistungen von Ried und Krödig hernimmt, da muss man ganz klar sagen, es könnte sich alles auf einen Zweikampf gegen den Abstieg zuspitzen. Admira Wacker und Wiener Neustadt sind momentan einfach die schwächeren Mannschaften in dieser Liga. Und das zeigen sie auch jede Runde. Das hat man auch heute wieder gesehen von der Admira. Sie schwächen sich in Wirklichkeit selbst, sind teilweise übermotiviert, können mit der Motivation sehr wenig anfangen, weil sehr viel Unsicherheit im Spiel ist. Und bei Wiener Neustadt hat man zwar auf der einen Seite gesehen, dass man mit Stefan Meyerhofer zu Hause Spiele gewinnen kann, aber Rapid war heute zu stark.
Ja, beide, die da unten stehen, heute eben mit Platzverweisen. Rapid gegen SC Wiener Neustadt. Philipp Paternina berichtet. Philipp, wer stand vorher im Mittelpunkt? Ja, er natürlich. Er war das bestimmende Thema vor diesem Duell gegen seine Ex-Mannschaft. Doch so viel sei vorweggenommen. Ein Ferseltor hat heute ein anderer gemacht. Und weil Meierhofer medial so präsent war, ist das Trainerdebüt von Helge Kolvitsson für Wiener Neustadt fast untergegangen. Ein Trainerdebüt, das für den Isländer nicht hätte schlechter verlaufen können. Das zeigt schon die Anfangsphase. Unsicherheit im Spiel. Der Niederösterreicher, dieser Pass von Dennis Mim, Luis Schaub. Und dann macht Mim seinen Fehler wieder gut. Da waren 4 Minuten gespielt. Wiener Neustadt mit der Elf, die zuletzt den WRC 2:0 bezwungen hat. Bei Rapid hat es 2 Veränderungen gegeben gegenüber dem 1:3 in Grödig. Da ist Petzos wieder retour nach Sperre und eben jener, den haben wir gerade gesehen, Luis Schaub auch wieder von Anfang an mit dabei. Dann Steffen Hofmann mit diesem Zuckerpass. Florian Kainz auch alles richtig gemacht. 13. Minute, 1:0 für Rapid durch Florian Kainz. Erst die 2. Torvorlage für Hofmann in dieser Saison. Die 1. auch gegen Neustadt gelungen beim 5:1. Hier war alles sauber. Kein Abseits von Kainz. Technisch gut gelöst beim Abschluss. Und die 12.000 im Happelstadion sind zum ersten Mal so richtig zufrieden. Was kommt von Neustadt? Was kommt von Meierhofer? Der kommt hier zu Fall, rappelt sich wieder auf. Dann Osman Ali könnte jetzt zur Mitte spielen, macht's alleine. Jan Novota an seinem 31. Geburtstag hält, macht die kurze Ecke zu und Meierhofer ist sauer. Warum spielst du nicht? Und der Ärger ist natürlich nachvollziehbar, denn wenn Osman Ali den Stanger jetzt bringt, muss Meierhofer nur noch abstauben und es stünde 1:1. Aber so steht das Tor noch, trotz Meierhofer-Attacke und das 1:0 für Rapid. Die Grün-Weißen, die zaubern hier nicht, kommen selten zu guten Torgelegenheiten in der ersten Hälfte. Stefan Meierhofer per Kopf, 27 Minuten waren da gespielt. Dann Meierhofer kommt nicht zum Ball und dieses Tackling gegen Jan Novota. Klassischer Fall von übermotiviert. Meierhofer entschuldigt sich aber sofort und es gibt die gelbe Karte für ihn, gezückt von Dominik Oschan. Und das war natürlich eine korrekte Entscheidung. Letztlich macht Novota aber nicht mehr draus, als nötig war. Und dann das nächste Foul und das hat Folgen. Direkt vor Oschan. Und es gibt Rot für Daniel Schöpf, der Hofmann trifft. Hofmann muss danach auch ausgewechselt werden zur Pause. Tritt gegen die Achillessehne ohne Chance auf den Ball. Aus meiner Sicht eine korrekte Entscheidung von Dominik Oschan und die Neustädter ab der 43. Minute in Unterzahl. Deni Ala kommt zur Pause, eben für den verletzten Steffen Hofmann. Und sollte auch ein paar ganz gute Aktionen noch mit dabei haben. Flanke von Stangl, da ist Luis Schaub, der einfach nicht treffen will, aber sich verbessert zeigt. Gute Abwehr von Vollenhofer. Von Neustadt kommt gar nichts mehr, aber umso mehr von Rapid. Zum Beispiel dieser Kopfball von Robert Beric. 63. Minute, Flanke von Schrammel und wieder Vollenhofer mit einer aufmerksamen Tat. Und dann ist der Arbeitstag beendet für Stefan Meierhofer in der 70. Minute, hatte 36 Ballkontakte, 38% gewonnene Zweikämpfe, aber kein Torschuss. Keins. Torschütze zum 1:0 und Wegbereiter, Vorbereiter zum 2:0 und damit natürlich zur Entscheidung zu diesem Zeitpunkt. 72. Minute, Robert Beric macht sein Tor, macht sein 10. Saisontor. 3 davon von Keins vorbereitet, kein Wunder bei deren Sturmvergangenheit. Aber es sollte noch schöner kommen für Robert Beric und für Zoran Barisic. Denn die 78. Minute. Ecke Rapid, Deni Ala, Schwab und da ist Robert Beric. Ähnlich wie Meierhofer in Wiener Neustadt beim 1:0. Führungstor gegen den WRC. Hier also Robert Beric. Per Ferse
zum 3:0 Doppelpack für ihn. 4 Tore gegen Wiener Neustadt schon in dieser Saison für den Slowenen. Kein Abseits. Alles sauber technisch. Perfekt gelöst von Robert Beric. Und Rapid hätte sogar noch ein Tor machen können. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Wieder Louis Schaub, wieder eine gute Aktion, aber wieder ohne Effizienz. Mim hat gerettet. Am Ende gibt es noch viel Gesprächsstoff für Stefan Meyerhofer. Verbal diesmal nicht zu stoppen, auf dem Platz, ausbaufähig. Zocke Barisic zufrieden. Das Trainerdebüt von Helge Kolbitzon geht daneben nach 3 Niederlagen in Folge. Wieder mal ein Sieg für Rapid. War es der Schritt aus der Krise? Das werden die beiden Auswärtsspieler dann zeigen gegen den WRC und gegen Salzburg. Jörg Kühne, übernehmen Sie. Aber gerne. Ja, ist Rapid nicht mehr in der Krise oder Toni Pfeffer, ist Rapid erst nicht mehr in der Krise, wenn sie auch morgen in einer Woche am Sonntag beim WRC gewinnen? Naja, das muss, dieses Ergebnis heute muss natürlich bestätigt werden, um aus dieser vermeintlichen Krise herauszukommen. Und da ist natürlich auch viel Brisanz dabei gegen Dietmar Kübauer. Aber ich denke mal, dass Rapid jetzt ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat. Aber ob sie wirklich herauskommen, das wird dann wirklich diese Partie zeigen. Weil ohne ein zumindest ein achtbares Ergebnis, das darf aber dann so heißen, nicht verlieren, sind sie wieder drinnen, wo sie nicht hinwollen. Ja, dann schauen wir mal, wie ihrerseits die Wolfsberger morgen in Salzburg eventuell aus der kleinen Krise kommen. Schauen wir auf die entscheidenden Phasen in dieser Partie, auf die beiden Treffer von Robert Beric. Gefallen in der 72. und in der 78. Minute. Keins mit seinem dritten Assist, alle übrigens auf Robert Beric. Der ist dann natürlich auch Mutter, Seelen allein. Und in der 78. Harry Weber, dann die Entscheidung, da hat Robert Beric dem SC Meyerhofer der Vorwoche zugeschaut. Wie viele Tore hat Beric für Rapid gemacht? Ich schätze 11. Wie viel hat er für Sturm gemacht in der Vorsaison? 11. 10. 10, Der fühlt sich wohl dort, wohler als in Graz. Naja, er kommt auch zu mehr Torchancen, das muss man sagen. Und es wird ihm auch leichter gemacht, Tore zu erzielen. Durch die großartige Vorarbeit von Florian Kainz zum 2:0 war es relativ leicht. Und die Wiener Neustädter haben ihm das mit der Ferse auch sehr leicht gemacht. Er war völlig ungedeckt und hat das 3:0 erzielt. Was ist noch wichtig für Rapid vielleicht, Toni Pfeffer? Zu Null gespielt zu haben, zum 5. Mal in dieser Saison? Ja, war natürlich auch gut nach diesen Treffern, die sie gegen Grödig bekommen haben, wo sie kollektives Schlafwort gemacht haben hinten in der Verteidigung, war heute schon ein Aufwärtstrend zu sehen, eben gegen zugegeben harmlose Wiener Neustädter, aber es ist natürlich wichtig, wenn man wieder mal zu Null spielt. Nach dem Aufwärtstrend gegen Wiener Neustadt, Zoran Barisic, der Rapid-Trainer im Live-Gespräch mit Elisabeth Gamow. Ja, nach 3 Niederlagen in Serie, dieser 3:0-Sieg, Zoran Barisic, schnauft da einer gehörig durch? Ja, jeder Sieg ist wichtig. Der heutige ist natürlich sehr wichtig für uns gewesen. Es war keine leichte Phase, in der wir uns befunden haben, vor allem auch nach dem letztwöchigen Spiel gegen Grödig war es alles andere einfach für uns, aber alles in allem, glaube ich, hat es die Mannschaft heute ganz gut gelöst. Wir waren, glaube ich, ab der ersten bis zur letzten Minute die überlegene Mannschaft und haben klar und auch verdient gewonnen. Und ja, in so einer Druckphase so eine Leistung zu bringen, ist natürlich auch schön mit anzusehen. Ja, was waren denn die Hauptgründe heute für diesen Sieg? Ja, dass wir einmal sehr, sehr gut attackiert haben. Wir haben immer wieder den Ball sehr schnell erobert und haben, haben eine gute Staffelung gehabt im Offensivspiel, sodass wir unser Kombinationsspiel aufziehen haben können. Sind immer wieder durchgebrochen und haben sehr viele Chancen kreiert und das war dann ausschlaggebend. Natürlich hätte ich mir dann in der zweiten Halbzeit mit einem Mann mehr gewünscht, dass wir unsere Angriffe noch besser planen, noch besser vorbereiten, dass wir noch mehr Ballbesitz haben, aber alles in allem hat das die Mannschaft trotzdem sehr gut gelöst. Muss ich natürlich gratulieren dafür. Robert Beric mit 2 Treffern, der zweite wunderschön per Ferse. Florian Kainz mit einem Treffer, einem Assist. Wollen Sie einen Man of the Match heute küren? Man of the Match ist meine Mannschaft. Also
einzelne Spieler sind nicht so viel wert, wenn das Gesamtgefüge nicht so gut funktioniert. Und deshalb ist es für mich wichtig, wie wir als Mannschaft auftreten und dass wir immer wieder Geschlossenheit zeigen. Nicht nur dann, wenn es gut läuft, sondern vor allem dann, wenn es nicht so gut läuft, dass wir da zusammenhalten. Und das hat die Mannschaft heute wirklich wunderbar gemacht. Ist das jetzt ein Schritt aus der Krise oder ist der erst getan, wenn es gegen Wolfsburg auch 3 Punkte gibt, wenn Rapid gegen Wolfsburg gewinnen muss? Rapid muss ja immer gewinnen. Ja, wir müssen immer gewinnen, wir müssen immer Titel holen, wir müssen immer alles. Ja. Das ist Fakt, das ist so, aber mir ist wichtig, wie sich die Mannschaft entwickelt und wie gesagt auch so eine Phase, wie wir sie jetzt durchlebt haben, gehört auch dazu in einem Fußballerleben und für mich ist es wichtig, dass wir heute gewonnen haben mit einer sehr guten Leistung und auch dieses Spiel werden wir verarbeiten, werden wir genauestens analysieren und danach werden wir uns auch so wie immer auf das nächste Spiel vorbereiten, das ja bereits nächste Woche gegen den WRC stattfindet. Auch für Sie persönlich ganz wichtig? Um meine Person geht es nicht. Es geht immer um den Verein, es geht um die Mannschaft, es geht um die Fans, dass die befriedigt werden. Und wir stecken noch mittendrin in unserer Entwicklung. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und wenn man sieht, wie die Jungs spielen können, dann stimmt mir das doch sehr, sehr zuversichtlich für die Zukunft. Ja, danke schön. Zoran Barisic, also der Mann, der immer gewinnen muss und muss und muss. Wir werden ihn nächsten Sonntag dann in Wolfsburg sicher daran erinnern. Neustadt hätte oder müsste auch auswärts irgendwann wieder mal gewinnen. Die haben im 9. Saisonspiel auswärts insgesamt 4 Punkte gesammelt, 6 Tore erzielt. Jetzt kann man sagen, wenn man ein super Team ist, dann kann man daheim immer alles gewinnen. Aber diese Auswärtsbilanz, Toni, die ist deutlich zu schwach. Im Gegensatz zum vorigen Jahr, wo sie auch abgestempelt waren, immer wieder als oder von Haus aus als Abstiegskandidat Nummer 1, ist es heuer eher besorgniserregend, wie sie agieren. Man hat zwischenzeitlich jetzt einmal mit 3 Punkten ein bisschen für Luft sorgen können. War das eine Eintagsfliege vielleicht? Wird sich weisen in der nächsten Zeit, aber mir fehlt einfach diese gefestigte Mannschaft, die es braucht, um eben da hinten rauszukommen. Und das scheint mir im Moment nicht der Fall zu sein. Aber dafür ist jetzt der Mann da, der Mann mit der positiven Aura, der neue Trainer, der Neustädter Helgi Kolwitzson nach seinem ersten Bundesligaspiel bei Sisi Gamow. Ja, der Mann mit der positiven Aura. Warum hat die auch nicht geholfen, Helgi Kolwitzson? Warum ist das Debüt in die Hose gegangen? Ja, also ein Zauberer bin ich auch nicht, aber trotzdem, wir haben uns mehr vorgenommen und gerade in der Anfangsphase waren wir zu unsicher, leichte Ballverluste gehabt. Wir haben auch gewusst, dass Rapid natürlich Druck machen wird und es muss trotzdem standhalten. Man muss sich trotzdem trauen, Fußball zu spielen und das haben wir nicht geschafft in der Anfangsphase. Und diese Unsicherheit hat sich dann gleich rausgestrahlt, auch verdient 1-0 hinten gewesen. Und gerade in der Phase, wo wir uns vielleicht ein bisschen besser gefangen haben, natürlich mit der roten Karte, sind wir schwieriger geworden und gerade in der zweiten Halbzeit, ja, auch nicht allzu viel zugelassen in die Richtung, in der Anfangsphase, aber dann nicht wirklich gefährlich gewesen und vor allem ist es einfach zu wenig heute. Ja, diese rote Karte, Sie haben sich im Moment ziemlich geärgert drüber, im Nachhinein betrachtet, korrekt die Entscheidung von Schiedsrichter Oschan? Ich habe sie nicht so genau gesehen, er stand daneben, er wird so genau richtig gesehen haben und das war eine rote Karte. Schauen wir es uns gleich einmal gemeinsam noch einmal an, die Situation. Trotzdem werfen wir noch einmal einen Blick drauf. Wir sehen, wie es der Ball ist nicht mehr im Spiel. Schiedsrichter steht sehr gut in dieser Situation. Deswegen muss man im Nachhinein dann doch sagen, dass sie gerechtfertigt war. Hart, aber ist eine rote Karte, ich kann es nicht ändern. Wir müssen das so annehmen und weiterschauen. Ja. Ängstlich hat sich die Mannschaft präsentiert mit vielen Unsicherheiten. Toni Pfeffer hat gerade im Studio gemeint, diese Kompaktheit fehlt, die man haben muss eben im Abstiegskampf. Wie lange wird das dauern, bis diese Kompaktheit kommt? Ja, also wir müssen einfach daran arbeiten. Das ist auch einfach das, was ich auch gesehen habe, vor ich hergekommen bin. Wir müssen einfach stabiler werden. Und wenn du in allen Bereichen, und es ist nicht nur in der Defensive, sondern einfach in unserem Spiel. Wir dürfen auch nicht so viel zulassen. Und da muss man sich daraus kämpfen. Und das wirklich über die Stabilisation und dass man gut organisiert und da braucht man einfach eine Weile. Wir müssen viel arbeiten, wir haben harte Arbeit vor uns. Ja, die Defensive haben Sie angesprochen, diese Fehler auch bei den Gegentreffern. Mit welchem Gefühl gehen Sie eben jetzt an diese Arbeit, an diese Aufgabe heran? Das ist die Herausforderung, wirklich das zu schaffen. Und
Wir haben viel vor. Wir müssen einfach viel mehr arbeiten, wir müssen mehr tun, wir müssen über die Sachen sprechen, wir müssen mehr tun als die anderen. Riecht die Bundesliga-Luft anders als die erste Liga-Luft? Es ist ja logisch, von allem hier, vom Stadion her und allem. Aber trotzdem, wir müssen trotzdem viel Arbeit einfach reinstecken jetzt. Und trotzdem, wir haben noch zwei Spiele und die so gut wie möglich jetzt rüberbringen, das gut analysieren morgen und trotzdem in Zukunft einfach stabiler werden in allen Bereichen.